Aloha und weiter im Text mit Jack 2, mit unserem guten Jack, der schon wieder verfolgt wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Typ ist zu auffällig. So, ich möchte... ich möchte hier lang, weil ich wieder mal zu den Rebellen möchte. Okay, nein, da darf ich nicht lang. Machen wir mal das alles kaputt. Das sieht schon mal besser aus. Upsala. Ich sehe keine Gardisten mehr. Ist mir eigentlich auch wurscht. Aua. Nee, Leute, ich möchte nicht. Ich habe keine Lust zu spielen. Tut mir echt leid, aber ich habe wirklich keine Lust. Ich möchte nicht von euch getroffen werden. Au. Ah. Ja, toll. Wo komme ich denn jetzt raus? Ah, okay. Damit kann ich leben. Ah. Danke. So, dann fahren wir mal zu unserem Rebellenunterschlupf. Oh! Ich möchte, dass ihr Jungs das Kind zu Chor am Kraftwerk bringt. Hm. Er hat versprochen, auf den Jungen aufzupassen und ich habe wirklich keine Zeit, den Babysitter zu spielen. Oh, und nehmt den Krokohund von dem Jungen mit. Oh, ist er nicht süß? Yeah. Was ist mit dem Kind? Ich habe ihn in den Straßen aufgegabelt, aber das Amulett um seinen Hals könnte bedeuten, dass er der verschollene Erbe der Stadt ist. Bringt ihn und den Köter zum Kraftwerk. Passt auf die Patrouillen auf und beschützt das Kind mit allen Mitteln. Oh, und falls euch der Krokohund weglaufen sollte... Hey, Kleiner! Warte! Komm zurück! Wir müssen ihn schützen! Der Baron will, dass Sie... Oh, jetzt gibt's Ärger! Genau. Warum nicht? Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt gerade hier voll viele Wachen am Hals. Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Also nochmal. Lalala. Hey Kleiner, warte! Ja, ja, er rennt mir sowieso wieder weg. Der Baron will, dass Oh, oh, jetzt geht's ja alle! So, komm. Oh! Mann. Verarschen mich doch. So, die haben wir erledigt. Hey, Kleiner, warte, ich hasse zurück. Es. Wir müssen ihn schützen. Leute beschützen zu müssen. Oh, oh, jetzt gibt's Ärger. Wo ist der Junge? Ah. Da sind sie wieder. Da.
Kleiner, dann bist du sicher. Bin ich so der Babysitter, wisst ihr? Das ist nicht euer Ernst. Auf dieses eine Kind aufzupassen, ist ja schwieriger, als auf 5 Kinder aufzupassen. Naja, okay, normalerweise passt man ja auf Kinder auf, ohne dass man bewaffnete Leiter umbringen muss dabei. Komm zurück! Wir müssen ihn schützen! Der Baron will das. Oh, oh, jetzt geht's Ärger! Lass das Kind in Ruhe! Bleib bei mir, Kleiner, da bist du sicher! Bleib bei mir, Kleiner! Kind, komm! So, Kind. Oh weh. Das ist doch mal ein Kind. Hier, Wuffi, Wuffi. Jetzt bin ich echt sauer, toll. Macht der Krokohund auch was? Lauf, Kind, lauf. Genau, nack. Warum stand nicht ein tolles Fahrzeug in der Nähe? Warum? Sonst stehen doch immer tolle Fahrzeuge in der Nähe, die ich gerade brauchen kann. Oh Gott, und dieses Kind wird einen Schock fürs Leben bekommen, wenn es mein Fahrstil mitbekommt. Ja, ja, wenn sie nicht gehorchen, tötet sie hier mich auch. Und ich dachte, mit dem kurzen Weg wäre es erledigt gewesen, aber... Wisst ihr, man wird hier ja schon richtig krank, wenn man Jack spielt. Jack 2. So. Oh ja, und jetzt fängt das Spiel an zu laggen. Genau das wollte ich. Ja. Ich sehe ja nichts, ne? Ja, mich auch. Mich bringt er auch gerade um, der Kleine. Fress das! Warte! Kleiner! Ah ja, jetzt wäre ich beinahe auf dem letzten Meter gestorben. Hallo, wir sind da. Kind, danke. Oh, endlich! Schaffen wir die 2 zu Chor! Samus hat gesagt, wir sollen das Kind zu dir bringen. Danke. Ich gebe gut auf ihn Acht. Wie rührend. Interessant. Dieser blöde Köter hat außer dem Jungen noch keinen gemocht. Schätze, ich habe einen Draht zu Tieren. Hoffentlich haben wir genug Ecke, um die Metallschädel in Schach zu halten. Im Ödland habe ich ein paar von den größeren gesehen. Furchtbare Kreaturen. Wir haben einmal einen aus einem Riss kommen sehen. War der hässlich. Ich habe wichtige Informationen für euch. Der Baron buddelt an der Ausgrabungsstätte rum. Er sucht immer noch nach diesem lächerlichen Grabmal. Ich glaube ja nicht, dass es existiert, aber geht trotzdem mal hin und stört seine Grabung nur zur Sicherheit. Reißt dort alle seine Gerüste ein. Das sollte ihn zurückwerfen. Hier ist ein Pass für die Luftbahn. Die bringt euch hin. Yeah. Feuer eröffnen? Ich bleib hier bei dir, okay? Ja.
So. Hier ist noch Munition. Die ganze Munition, die liegen geblieben ist. Sehr schön. Das hat ziemlich vielen Gardisten das Leben gekostet, würde ich mal behaupten. Und es spielt gar keine Musik gerade. So, ich möchte den dann nicht umfahren. Ich möchte mal zu Dings, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Egal. Mr. Schwabbelbacke, ihr wisst, wen ich meine. Weiter wie geplant. Crew, jetzt habe ich's. Crew. Zu Crew möchte ich nochmal. Holen wir noch einen Auftrag ab. Oh. Hi. Will dich ja nicht anrempeln, der Kumpel. Er bitte dringend verdächtigen Beschreibung. Genau. Ist mir egal. Er sieht nicht aus wie ich. Reicht das? So, da vorne ist er. Aber ohne Musik hat das auch irgendwie was, finde ich. So, Leute. Hallo, Jack ist wieder da. Hallo? Vor vielen Jahren, als ich noch Kunstsammler war, habe ich mir hier im Museum die berühmte Statue nach dem Gründer von Haven City ausgeborgt. Die Statue hielt den Rubinschlüssel der Stadt in den Händen. Ein Artefakt von unvergleichlicher Schönheit und natürlich sehr hohem Wert. Oh. Ich liebe Kunst. Als ich die riesige Statue durch die Kanalisation schmuggelte, brachte ein mörderischer Sturm eine riesige Flutwelle. Die Statue und 5 meiner besten Männer wurden weggerissen. Ja. Wie schrecklich. Ja, ein schlimmer Verlust. Ich vermisse die Statue schrecklich. Wegen dem ganzen Wasser und den Metallschädeln kriege ich niemanden dazu, runterzugehen und das Artefakt zurückzuholen. Aber du bist was Besonderes, Jack. Du kannst das. Jack? Hey, und was bin ich? Nur die Beilage? Das wäre was. Jetzt geht er runter, legt die Kanalisation trocken und findet die Statue. Bringt mir den Rubinschlüssel. Und er wird uns ungeahnte, fantastische Möglichkeiten eröffnen. Na toll. Noch mehr Schlamm catchen. Ich zerstöre ungern deine Seifenblase, Süßer, aber das ist nicht bloß Schlamm da unten. Ja, ich hasse den Geruch dieser Stadt auch. So, wo müssen wir denn hin? Dann gehe ich da noch hin. Hä? Ach, da hinten. Ja, dann gehe ich zuerst mal da hinten hin. Zu dem... dem, wo ich von... Ja, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Wo ich von Dingensen geschickt wurde, als ich den Jungen abgegeben habe. So, da fahre ich schon mal hin, denke ich mir mal. Wenn ich's denn... Ich will da rüber! Ach, Mann! So, da muss ich hoch. Aber wir können absteigen. Wir müssen uns ja nicht beeilen. Ja, ja, es kann so einsam sein. Drücken zum Benutzen. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt hier. Nö. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Jack 2 wieder. Overy.